ist ja eigentlich relativ Rille. Ja, ich sag Rille. Wurscht, kann man auch sagen, natürlich. Ist eigentlich egal, kann man natürlich auch sagen. Bin ich aber zu faul für. Habe ich zwar jetzt gesagt, aber ich bin trotzdem zu faul für. Also lasst mir in Ruhe. So, damit hallo und herzlich willkommen wieder zu GTA Online. Heute mit einer anderen Kameraperspektive. Mal gucken, ob euch so die gefällt, weil ist für mich ein bisschen komisch. Also müsst ihr mal sagen, ob die Kameraperspektive besser ist als die andere, denn ich weiß nicht. Also irgendwie gefällt mir die andere besser, weil die mir ein bisschen zu steil ist. Müssen wir mal gucken. Und hier ist das ein bisschen eng in diesem Schlitz hier. Ein enger Schlitz? What's up? Eine enge Ritze hier? What's up, Mann? Ach du Scheiße, ich fühle mich irgendwie gerade komisch, indem ich in diese Position hier aufnehme, diese hier. Und deswegen, ja, ich weiß nicht. Müsst ihr mir mal sagen, was ihr besser findet. Alter, was ist das für eine Scheiße hier? Sweet Walls heißt es. Und ja, ihr findet ja alle Jobs unten verlinkt. Oh Gott, das war wieder knapp. Gucken wir mal, wir machen das mit der ungetunten Barty. Also einfach eine Barty 801 RR halt. Ist ja keine 801 bloß. Ist ja die RR-Variante, die immer gespielt wird. Hui, das war wieder knapp. Sweet Walls. Einfach nur, weil ich hier eng drin ist, oder wie ist das gemeint? Sollen wir da oben lang fahren? Bin mir nicht sicher. Egal eigentlich, oder? Ja, kann man beides nehmen. Geil. Finde ich cool gemacht. Hui. Fahren wir oben lang. Und fliegen. Oh Gott. Der Glide war fast fail. Der war fast fail, Mann. Das war Glück, ey. Ich habe jetzt wieder lauter gestellt, GTA allgemein. Und das lag einfach daran, weil. Ach du Scheiße, letzte Folge echt leise war. Das habe ich selber erst gemerkt. Weil im Livestream habe ich es ein bisschen leiser gestellt gehabt. Da es einfach im Livestream irgendwie zu laut war, meiner Meinung nach. Und hier irgendwie zu leise. Ich habe keine Ahnung, was ich da anders gemacht habe. Keine Ahnung, Mann. Aber mal gucken, wie ihr die Kameraperspektive findet. Würde mich einfach mal interessieren. Wenn, stelle ich die wieder um. Und wenn nicht, dann lasse ich die so. Also müsst ihr mir einfach sagen, am besten einfach mal in die Kommentare schreiben, welche ihr besser findet. Würde mich einfach mal interessieren, damit ich einfach die optimalen Einstellungen finde. Und ja, also ich muss hinten, wenn dann mal mein Bett mal aufräumen. Ihr seht es ja im Hintergrund. Ist ein bisschen unordentlich da. Lag aber auch da dran. Oder liegt auch da dran, weil ich da vorhin sogar noch drinnen lag. Das heißt, vor 2 Stunden. Einfach so, einfach ein bisschen gechillt am Handy. Und ich räume mein Bett, nachdem ich da drinnen liege, einfach nie auf. Eigentlich so gut wie nie, wirklich nicht. Hui, ach du Scheiße. Holy Shit, Mann, rüber da. Alter, das war Skill, Alter. Das war einfach nur purer Skill, Mann. Das sieht einfach komplett unaufgeräumt aus. Es tut mir leid. Und rum hier, Alter. Ohne einen Ball zu berühren. Ich bin Profi. Hey. Na, Stoppschild. Hui. Das ist andersrum. Das ist seitlich auch nicht schlecht. Ist cool gemacht. Ist mega cool gemacht, wirklich. Oh Gott, das war ein bisschen... Lol, da war ein Stopper, okay. Und das sieht mega cool aus, Mann. Muss ich jetzt echt mal so sagen. Das muss aber auch Arbeit gewesen sein, das Ganze so zu bauen, ey. Oh Gott. Jetzt kommt der richtige Skiller raus, Alter. Ich rase hier durch wie nichts, Mann. Ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, nichts kann mich stoppen. Nichts. Und fahren wir hier lang. Kann ich da unter durch? Kann ich da unter durch? Kann ich, aber das war nicht so geplant. Wollte da einfach nur unter durch. Was ist, wenn ich dagegen fahre? Passiert nichts. Okay. Ich will da unter durch. Jetzt? Nein! Schon wieder, Mann! Ich will doch da bloß mal rüber. Egal, wir lassen es einfach. Wir lassen es einfach. Habe ich jetzt so beschlossen. Ich glaube, wir hatten eben schon wieder die falsche Musik an. Aber ich habe ja eigentlich drüber geredet. Lieber Gamer, hi. Na, willkommen in meinem Video, Freunde. Eigentlich finde ich voll die Gamer vollkommen unnütz, denn eigentlich, sofern man... Alter, das sieht so mega geil aus wieder. Eigentlich
wenn man das Lied benutzt, ist es doch eigentlich sozusagen, wenn man weiß, ja, das ist Rihanna, das ist doch eigentlich mega der Push für die sozusagen, wenn jetzt ein großer YouTuber oder so für die aufnimmt. Und wenn Leute das mögen, dann hören sie sich das öfters an oder so. Eigentlich ist es doch kompletter Irrsinn, dass die das denn sozusagen irgendwie striken lassen oder so. Aber lass mal gut sein, ist die GEMA. Wir sehen uns dann gleich beim nächsten, bei der nächsten Map wieder. Bis gleich. So, da sind wir auch schon bei der zweiten Map. Ja, wir spielen jetzt einfach so eine Spirale. Einfach am Hafen hier, wie ihr schon sehen könnt. Und schwer. Ihr seht auch schon die Spirale da hinten. Sieht auf jeden Fall cool aus. Muss ich echt sagen. Sieht auf jeden Fall fresh aus. Kann man hier aussteigen? Ich glaube nicht. Das ist kein Kontaktrennen an sich. Ach, geil. Hier sind ja noch andere Elemente außer diese Scheiße. Geil. Dachte, das ist das Einzige, was uns hier erwartet. Aber ist ja nicht so. Gott sei Dank, ey. Wäre scheiße gewesen, wenn. Ach du Scheiße, das war ein Zaun. Ja, okay, habe ich gemerkt. Ein stabiler Zaun, weil da eine Mauer hinter war. Sonst ist er nicht stabil. Guck, ich bin clever, ey. Ich bin begabt, Alter. Man muss mich einfach schon halb Gott nennen, ne? Jetzt schon alleine, ey, wieder. Ey, nee. Schon in der letzten Folge so gut. Und jetzt schon wieder? Ich kann... Ey, ich... Nee. Ich gebe langsam echt auf, warum ich so wenig Abonnenten habe, ey. Mann, ey. Jetzt push doch mal meine Abonnenten, Mann, ey. War ein Spaß, Mann. War ein Spaß. Chill dein Leben, Alter. Chill dein Leben, Alter. Falls du den Spaß jetzt nicht verstanden hast, ey. Dann hast du nichts auf dem Kanal, wie es zu suchen. Hier, nimm den da. Du kleine Bitch, du. Jetzt muss ich hier lang. Irgendwie war es mir klar, aber irgendwie auch nicht. Ich hatte nämlich hier schon mal so ein... Ich sag mal jetzt eine andere Spirale, aber die hatte ich hier noch nicht. Die ist nämlich darüber gegangen. Holy! 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 Alter, die Kamera! What the fuck, Mann! Die Kamera ist ja komplett wow. Die ist ja komplett broke, Alter. Ist ja krass. Jetzt lass ich mal die Kamera in Ruhe, würde ich gerade sagen. Ich bin gegen eine Maus gekommen. Ich bin Profi. Ich sag's euch. Ich werde noch Gott genannt später. Keine Sorge. So, ja. Ich sehe einfach nichts. What the fuck, Mann? Junge. Jetzt aber. Ey, Junge! Das ist doch jetzt schon Abfuck pur, ey. Mann, ey. Junge, das geht ja mal gar nicht. Und das, ey, das ist aber geil. Das Radio bleibt mal so. Props an euch, GTA. Ja, Mann. Ach ja, da oben ist der Punkt. Ich wollte gerade reinfliegen, ja. Und ich weiß nicht. Also, ihr müsst mir einfach mal sagen, was ihr von der Facecam haltet. Also von dieser jetzt. Oh, das sieht gut aus. Ja, Mann. Ist auf jeden Fall ganz tricky, der Ding. Die Spirale. Hier durch. Und dagegen fahren. Achtung, Fußgänger. Oder Achtung, überhaupt. Ja, doch, Fußgänger kann man schon sagen. Achtung, Menschen. Wo seht ihr hier Menschen? Hallo? Bin ich blind oder... Das ist wirklich ein bisschen komisch. Das sieht echt extrem cool aus, das Teil. Guckt euch das mal an. Gönnt euch dieser Teil. Das sieht schon ein bisschen fresh aus, ne? Sieht echt schon ein bisschen fresh aus. Ich weiß, falsche Richtung. Dann fahren wir halt da lang. Ja, ich weiß. Sieht schon echt fresh aus, Mann. Und ja, ich habe eben ein Thumbnail gemacht, deswegen habe ich kurz mal warte mal und dann einen kleinen Cut reingemacht. Weil ich dann kurz die Facecam ausgeblendet habe, sodass ich noch ein kleines Thumbnail machen kann. Ich hoffe, euch stört es nicht, dass da ein kleiner Cut jetzt drin, aber eigentlich, ich weiß nicht. Ist ja voll schlimm und so, weißt du. Ist ja so, als wenn ich jetzt irgendwie nicht das, was dazwischen passiert, zwischen den beiden Maps passieren würde, nicht rausschneiden würde. Das wäre ja... Ist ja eigentlich relativ Rille. Ja, ich sag Rille. Wurscht. Kann man auch sagen, natürlich. Ist eigentlich egal. Kann man natürlich auch sagen. Bin ich aber zu faul für. Habe ich zwar jetzt gesagt, aber ich bin trotzdem zu faul für. Also lasst mir in Ruhe.
Und schlagt mir einfach vor, vielleicht findet sich ja der ein oder andere YouTuber, mit dem man wirklich aufnehmen könnte. So dass man eventuell wirklich so eine Maps mal zusammenzocken kann. Denn ich habe bisher noch keinen YouTube-Kollegen gefunden, der wirklich mit mir GTA so aufnimmt. Das heißt, ich würde gerne mal so wie die Losers das Kev sozusagen haben, oder Kev die Losers, so jemanden haben, der wirklich einfach viele, viele Folgen mit mir aufnimmt. Nicht jede, sage ich jetzt mal, aber wirklich viele. So dass der sich bereit erklärt, für seinen und meinen Channel sozusagen aufzunehmen. Das heißt, er würde dann gleichzeitig mit mir aufnehmen. Dass wir beide gleich die Map hochladen. Das wäre auf jeden Fall richtig, richtig fresh von euch. Das würde mich mal einfach interessieren, wer da sich bereit erklären würde, das auch auf seinem Channel hochzuladen. Das wäre total cool. Und... Ach. Muss nicht sein. Muss nicht sein. Nein, 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 nein. Und wieder andere Radio. GG. Kamera! Fuck it. Aber ich denke mal, vom Sound hier müsste so passen. Warte mal, dann stellen wir mal wieder um. Ich glaube, das war sogar noch so ordentlich eingestellt, aber egal. Ja. Ja. Ach, Mann. Ich schaff das nicht. Ich werde das auch nie First Try schaffen, das kann ich euch versprechen. Das ist nämlich so kompliziert von der Kamera, ihr Mann. Das ist richtig, richtig... Ich sag mal jetzt nicht ätzend, aber richtig, richtig tricky halt, ne? Schon wieder falsche Musik. Jetzt aber. Mit der Musik. Mit dem Drop gleich. Jetzt schaffe ich's. Sag dich ja. Easy, Mann. Und jetzt, wenn ich aufkomme. Fuck. Wir sind zu spät. Die Musik, Mann. Kann man hier durchfahren? Ja, kann man. Easy. Weil bei manchen Zäunen kann man ja nicht durchfahren. Aber ich glaube, das sind bloß die Zäune, wo Stacheldraht oben drauf ist. Soweit ich weiß. Und da ist das Ziel. Wir haben jetzt insgesamt 16 Minuten. Ich denke mal, davon sind 5 Minuten locker. Das Gelade. Und deswegen würde ich sagen, war das diesmal eine kürzere Folge. Ihr sollt einfach mir auch mal die Meinung zu der Facecam dort sagen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Lasst ein Like da, falls euch die Kamera gefällt. Falls euch die Kamera nicht gefällt, lasst doch auch trotzdem Like da. Ich werde jetzt richtig Like, gell, ich weiß. Und ja, also wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Schreibt einfach mal eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns dann. Ciao.